Die Wurzbacher GmbH. Vor 80 Jahren im Bayerischen Hof gegründet, hat vor fast 20 Jahren das Vogtland erobert und in Plauen seinen zweiten Standort. In beiden Regionen ist das Unternehmen als Holzhändler bekannt und erfolgreich. Das heißt, der klassische Handel läuft gut. Damit möchte sich das junge Führungsteam aber nicht zufrieden geben. Und so ist schnell klar, es wird Zeit für eine neue Ära. Für den Handel 4.0. Die Vision ist eigentlich die, dass unsere Mitarbeiter von den administrativen Tätigkeiten und von unnötigen Suchprozessen komplett entbunden sind. Für die Kunden das Gleiche auch. Und einfach mehr Zeit dafür da ist, dass wieder miteinander kommuniziert werden kann, dass kreative Lösungen gefunden werden können, die eben nicht die Maschine entwickeln kann, sondern wo es helle Köpfe dazu braucht. Damit Visionen nicht Visionen bleiben, werden die insgesamt 82 Mitarbeiter mit ins Boot geholt, um auch sie mit dem neuen Wurzbacher Zeitalter vertraut zu machen. Ein wichtiger Punkt dabei ist das Multi-Channel-Konzept. Das heißt, der Kunde kann weiterhin den Fachmarkt nutzen, so wie er es kennt. Aber alternativ bekommt er auch Angebote online. Für diese Art der neuen Information und Kommunikation werden Kundenberatungsmodule geschaffen, Planungsprogramme entwickelt und auch Infosäulen in die Ausstellungsbereiche integriert. Kunden können sich überall und zeitunabhängig informieren und Waren bestellen und kaufen. Neue Vertriebswege, auf die sich auch die Mitarbeiter einstellen müssen. Für mich macht das die Arbeit sehr spannend. Zeitersparnis. Wir arbeiten mit internetbasierenden Planungsprogrammen. Dies erleichtert uns die Arbeit ungemein. Auch eine logische Folge des Handels 4.0. Facebook und YouTube gehören zum Alltag des Unternehmens, um sich zu präsentieren. Ich denke, es ist gerade wichtig im Handel 4.0, dass man auf Facebook aktiv ist, weil man hier Aktionen und neue Produkte zeigen kann. Aber auch Apps werden genutzt, wie zum Beispiel der Dekorfinder oder die Fassaden-App. Sie gehören mittlerweile zum Standardrepertoire. Mediale Ideen, die in der Holzbranche alles andere als selbstverständlich sind. Ich sehe den Handel 4.0 als absolut überlebensnotwendig an. Wir werden das benötigen für die Zukunft. Der Kunde, der erwartet es von einem. Und wir möchten da auch vorangehen und Vorreiter sein und immer ein Stück besser sein wie unsere Marktbegleiter. Mit ihren gelebten Visionen, keine Angst vor Handel 4.0, zeigt das Unternehmen Wurzbacher, dass der klassische Holzhandel erfolgreich ist, wenn er mutig Neuland betritt. Und so geht der Woody Award in der Kategorie Neue Medien zu Wurzbacher nach Plauen.